Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Be Legendary. Wir sind wieder am Start. In der letzten Episode haben wir die beiden letzten Upgrades zu verzeichnen gehabt. Und zwar sind das einmal Sama und auf der anderen Seite der Gladbacher Schweizer LW. Die müssen heute noch ersetzt werden durch zwei letzte Silberspieler. Und dann haben wir unser Silberteam vervollständigt. Wir werden mit dem heute direkt anfangen und versuchen, uns auf Gold hochzuarbeiten. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Die letzten Episode mal 1000 Likes. Ist eine riesige Unterstützung. Ist eine großartige Unterstützung. Die beste, die ihr machen könnt. Wenig Aufwand für euch bedeutet mir wirklich sehr viel und ich freue mich da ganz besonders drüber. Ihr wisst mittlerweile Bescheid. So, wir kommen jetzt direkt mal zu weiterer Unterstützung. Noch ganz kurz Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Und jetzt kommen wir zu den Upgrades. Und zwar habe ich mich da entschieden auf der einen Seite für Jonathan Tah und auf der anderen Seite für Sørensen. Ich habe den Vornamen gerade vergessen, aber auf jeden Fall der dänische Innenverteidiger vom ersten FC Köln. Es gab viele Vorschläge, die ich auch wirklich gut fand, aber Tah wollte ich ganz gerne ausprobieren, weil ich den unfassbar cool im Karrieremodus finde und Sørensen einfach von den Stats her so gut aussieht. 78 Defending auf einem 74er Innenverteidiger ist einfach nur bockstark. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und zwar, wohin? Das ist die große Frage. Richtig, wir gehen zu dem Team und gucken uns das Ganze mal an. Torwart ist immer noch Zieler davor. Werden jetzt Elvedi und Sama gleich noch ersetzt. Und dann haben wir rechts Chandler, links Garcia. Auf der 6 Julian Weigl. Rechtes Mittelfeld steht momentan Leroy Sané. Im linken Mittelfeld Enis Benatira. Auf der 10 Marc Stendera. Und in der Sturmspitze Charleson Benchop. Und nicht zu vergessen John Cordoba, der kolumbianische Stürmer von FSV Mainz 05. Der wird heute wichtig werden. Und wichtig ist auch unser erster Gegner. Wir spielen mit dem Silberteam gegen dieses Team. Im Tor Begovic, dann Cahill, Zuma, Raphael, Gonalon, Lukas ohne Chemie, Marcelo, Casemiro, Jesse, Koke und Antoine Griezmann in der Sturmspitze. Richtig starkes Team. Aber, Freunde, wir sind ja jetzt auch nicht gerade schlecht. Unser Team ist an sich auch sehr gut und dementsprechend sehen wir natürlich unsere Chance zu gewinnen. Und das Spiel war relativ spannend. Ging gut los über Charlie Benchop. Der setzt sich hier gut durch. Aber der Abschluss ein bisschen zu hoch angesetzt. Allgemein ist das so ein bisschen das Problem der Episode. Die Chancenverwertung, dazu kommen wir später noch. Trotzdem macht FIFA mit diesem Team extrem Spaß. Griezmann mit der ersten Chance. Und auch wenn der Gegner mal Chancen hat, ist das gar nicht so schlimm. Ich muss auch dazu sagen, der Karrieremodus gefällt mir momentan immer noch besser als Ultimate Team. Ich spiele den Karrieremodus lieber, aber da hast du halt nicht solche geilen Teams wie das Gegnerteam hier auch, wo ich wirklich sagen muss, hat mir gut gefallen. Es geht weiter mit uns und wir versuchen mal mit Weigl aus der Distanz und der wird gehalten. Das war ganz schön knapp. Nach 44 Minuten hält Begovic seine Mannschaft erstmal noch im Spiel und hält das 0:0. Aber es gibt dann anschließend einen Neckball und den führt nicht Zieler aus. Das merken wir uns mal, sondern Marc Stendera, der schon als Spezialist, den ich auch im Karrieremodus so unfassbar geil finde, weil er auch ja, geile Standards hat und Longshots. Aber hier kommt der Ball auf Cordoba und der verzieht. Den kannst du auch mal reinmachen, in der Situation macht das nicht und dementsprechend weiterhin 0:0. Trotzdem versuchen wir es weiter. Nochmal Benchop mit dem linken Fuß. Auch da ist Begovic wieder da und verhindert das 0:0. Wie gesagt, verhindert das 0:1. Wie gesagt, einer der stärksten Keeper im Spiel gegen den Kopfball hier. Kann aber nichts machen. John Cordoba ist da und wer hat die Ecke getreten? Natürlich Ron Robert Zieler. Was für eine Frage. Wunderbar reingebracht und Cordoba springt im richtigen Moment dazu und haut den rein. Davor hat Stendera gemacht, da hat es nicht funktioniert. Mit Zieler geht's plötzlich und es gab weitere Chancen. Wieder Cordoba, der Schuss abgefälscht. Allerdings, ja, war das nicht sonderlich gefährlich, deswegen springen wir in die nächste Szene. Es geht über außen, es geht auf Benatira und im Rückraum haben wir Stendera. Der muss nicht flanken, der muss es selber machen und mit was für einem Tor hier nach ungefähr 57 Minuten zum 2:0. Das war richtig schön gespielt. Außen auf Benatira und die Flanke in den Rückraum war genauso geplant, dass Stendera den aber genauso auch nimmt. Hätte ich niemals gedacht. War ein wunderschöner Volley mit ordentlich Schusskraft. Dahinter kann Begovic gar nichts machen. Und steht 2:0. Dementsprechend eigentlich sicher das Spiel. Griezmann versucht aber gleich zu antworten. Zieler ist da. Unser Star der Episode, beziehungsweise der ganzen Serie, hält uns hier im Spiel. Auf der anderen Seite gab es die Chancen. Aber wie gesagt, Chancenverwertung, naja, war jetzt nicht so gut. Hätte man irgendwie besser machen können. Und dann wurde ich so ein bisschen bestraft. Wieder Griezmann mit dem Schuss. Diesmal gehalten von Zieler oder was Gonalon. Einer von den beiden auf jeden Fall. Die Ecke reingebracht von Koke. Und zwar, ja, kurz. Und zwar auf Lukas. Der ist nicht gedeckt von Benchop. Und er zieht einfach mal ab. Und das Ding kann Zieler auf keinen Fall halten. Wunderschönes Tor zum 1:2. Haben wir auf beiden Seiten ein schönes Tor gehabt. Und jetzt, ja, fing ich wieder an zu schwimmen. Wir kennen das aus FIFA. Wenn man so ein Gegentor bekommt, switcht das Momentum. Wenn es auch nur vorher 0:2 stand, der Gegner keine Chancen hatte. Beziehungsweise hat er ja Chancen nochmal durch Fernschüsse. Ja, dann switcht es trotzdem. Und wir gehen in die 90. Minute Nachspielzeit. Letzte Ecke und da ist Jesse Rodriguez und macht das 2:2. Wie er da hinspringen konnte, wie der Ball zu Jesse kommen kann nach einer Ecke, ich verstehe es nicht, aber gut, wir müssen also in die Verlängerung gehen. Und in dieser war das Ganze eine relativ eindeutige Sache, bereits nach ein paar Sekunden die erste Chance durch Enis Benatira. Allerdings, naja, der Abschluss mit links, er ist beidfüßig, 5-Star Weakfoot, macht es hier aber nicht. Und auf der anderen Seite Koke, da hast du zum Glück Zieler im Kasten, es war also ausgeglichen und im Endeffekt entschied dann eine Situation die Partie.
Und die sehen wir jetzt hier. Das ist nämlich John Cordoba. Der erobert sich den Ball außen nochmal, setzt sich da klasse durch, geht weiter mit seiner Körperstärke und Geschwindigkeit im 16er, macht das klasse, erobert nochmal wieder und macht das 3:2. 108. Minute, das war richtig stark gemacht von Cordoba. Da musste er erstmal so durchgehen und dann noch den Ball nochmal erobern und dann einfach abschließen. Begovic wieder mal chancenlos und dementsprechend gewinnen wir diese Partie. Denn das war die letzte Szene, die ich euch zeigen möchte. Ein 3:2 Sieg gegen einen sehr, sehr starken Gegner und ein sehr, sehr starkes Team. Und die beiden besten Spieler sind John Cordoba und den zweiten darf ich mir aussuchen. Da entscheide ich mich für Julian Weigel anstelle von Marc Stendera. 7,7 haben sie beide. Und weil Stendera mir so gut gefallen hat, möchte ich den behalten. Und im nächsten Spiel, beziehungsweise möchte ich die Chance haben, ihn zu behalten. Und im nächsten Spiel geht es wieder gegen Goldteam. Und zwar gegen dieses hier. Das hat Emre Can und sonst Bundesliga. Beziehungsweise Can und Moreno, sonst Bundesliga. Unter anderem mit Martip Höwedes, mit Ramos, mit Maxim Trochowski und Çalhanoğlu. Richtig interessante Offensive. Einmal Five-Star Skills 4-Star Weakfoot, zweimal 4-Star Skills 5-Star Weakfoot. Es ging aber auf, naja, nicht so spektakuläre Art und Weise los. Denn das war das größte Halbzeit der ersten Halbzeit. Und wir sehen hier mal, das war ja lächerlich. Also ein Schuss von mir, 0 aufs Tor, 0 von ihm, 0 aufs Tor. Extrem langweilig. Ich meine natürlich das erste Highlight der ersten Halbzeit und das einzige. Das zweite Highlight war dieser Schuss und das war der erste Torschuss der Partie. Ihr merkt, es war nicht sonderlich spannend. Und dann kommt Cordoba. Und zwar gegen Martip und es gibt den Elfmeter. Gut, man kann jetzt sagen, das Spiel war mega langweilig, ich habe nichts gezeigt, aber es gab einmal nichts zu zeigen. Und dann kommt diese Situation, Cordoba im letzten Spiel erfolgreich gewesen, holt den Elfmeter irgendwie raus. Also das ist auch wieder so eine Sache mit der Impact Engine, aber gut, ich nehme natürlich mit. Und weil ich nicht wechseln möchte, schießt den einfach Zieler gegen Jan Sommer. Der steht nicht im rechten Mittelfeld, sondern im Tor und das ist der Fehler. Es steht 0:1 und das nach 63 Minuten. Zieler lässt sich fallen und lässt sich feiern und das vollkommen zurecht, denn so führen wir. Allerdings ist mein Gegner danach aufgewacht. Und das war nicht so schön, denn der hat ein bisschen weiter nach vorne gespielt und wurde immer stärker. Das Momentum war auf seiner Seite. Wir reden jetzt nicht von dem Momentum, dass irgendwie hier, sowas beispielsweise ist dann wieder mein Glück. Aber das Momentum, dass bei ihm einfach Sachen funktioniert haben und dass er einfach irgendwie im Spiel war, seine Spieler Bock hatten. Und das war nicht so schön, denn hier kommt der Ball auf Ramos und der setzt sich da durch gegen Jonathan Tah. Ohne Probleme setzt sich nochmal durch gegen Garcia und haut den rein zum 1:1 nach 70 Minuten. Naja, kann man nicht verteidigen, Zieler kannst du da keinen Vorwurf machen, aber ist natürlich trotzdem bitter auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Momentum war auf seiner Seite, nicht auf meiner Seite und deswegen wurde das Ganze noch viel schlimmer. Ich hatte meine Chancen, so ist es nicht. Hier sehen wir beispielsweise Cordoba, aber das meine ich. Normalerweise wäre das Ding vielleicht drin gewesen, so hatte er gerade in dieser Situation das nötige Quäntchen Glück. Nächste Ecke von Zieler, diesmal rausgeschlagen und zwar auf Marc Stendera, der versucht Volley mit dem schwachen Linken, aber Sommer ist da. Und dann kommt die Riesenchance und zwar über Cordoba, setzt sich hier wunderbar durch, ist alleine auf dem Weg zum Tor, 85. Minute. Ich hätte einen Finalschuss machen sollen, weil so hau ich ihn drüber. Und sowas, es ist relativ bekannt. Das wird sich in FIFA in den meisten Fällen rächen. Wir gehen in der 90. Minute. Naja, okay, 88. gibt es einen Freistoß und Halbfeld. Çalhanoğlu. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Kopfball reingeht. Ramos mit dem Kopfball dort in 2:1, 88. Und damit die Entscheidung in dieser Partie. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, ich hatte die Chance, ich habe sie nicht genutzt und dann so ein Kopfball, also das zeigt schon so ein bisschen was. Normalerweise gehen die Dinger niemals rein und werden niemals so gefährlich, aber in der Situation reicht es nun mal halt. Und da kann man auch nichts machen, das ist FIFA und das ist vollkommen okay. Und dementsprechend werde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass unser Gegner diese Partie gewinnt. Der Freistoß war schön, gar keine Frage. Bitter für mich ist es trotzdem, dass da niemand so wirklich bei Ramos steht und Zieler nicht mehr rankommt. Aber wie gesagt, man kann halt nichts dagegen tun. Wir verlieren dieses Spiel, haben aber natürlich trotzdem zwei Upgrades. Die ersten beiden dieser Episode waren John Cordoba und Julian Weigel. Und ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht Benchop, der die beste Note hat. Es ist auch nicht Benatira. Es sind Sørensen und Tah. Dementsprechend werden die beiden geupgradet und, naja, beziehungsweise diese vier Spieler geupgradet, also Weigel, Sørensen, Tah und Cordoba. Zwei neue Verteidiger, ein neuer Sechser, ein neuer Stürmer und die Entscheidung liegt, ja richtig, mal wieder bei euch. Ihr dürft mir in die Kommentare schreiben, welche Upgrades wollt ihr ganz gerne sehen, welchen Goldstürmer, Betonung, Goldstürmer, wollt ihr für Cordoba haben? Inform zählt nicht. Inform zählt nicht. Nur Goldstürmer. Welchen wollt ihr da haben für John Cordoba? Welchen Goldsechser wollt ihr für Julian Weigel haben? Welchen Innenverteidiger für Sørensen und welchen Innenverteidiger für Tah? Nicht vergessen, das ist noch nicht das Special. Das ist noch nicht die Sonderlinge wie Bendner oder sowas, sondern wirklich nur interessante Spieler. Also achtet darauf und schreibt mir in die Kommentare, welche ihr sehen wollt. Ich hoffe, euch hat gefallen diese Episode. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Aber das Wichtigste, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und schaut dann. Haut rein.